Tritratrolala, habe ich mich hier jetzt erstmal selber im Bild. Ja, ich bin schon wieder da und wollte dann nochmal einen Hinweis geben, woran man denn erkennt, woran man ist quasi, dass die Kommentare hier 217 Aufrufe und nur ein Kommentar, naja, obwohl nachweislich zwei im Spamfilter drin sind, die ich dann nicht wieder auslösen kann. Das hatte ich ja schon gezeigt. So, jetzt kommt aber ein ganz dolle Ding. Das kommt jetzt ein ganz dolle Ding. Woran man denn definitiv erkennt, wer mit wem zusammenarbeitet. Der Kunde vor, nach, der mir hier diesen Link schickt, der ist befugt, mir das direkt in die Kommentarliste rinzukacken. Der geht nicht durch den Spamfilter. Da habe ich auch nicht die Möglichkeit, das jetzt wieder auszublenden oder so, wie sie mir das bei anderen anbieten. Nö, also es ist jetzt nicht unbedingt, dass jeder Link durch den Spamfilter geht. Die Günstlinge des Systems können ihre Links ungefiltert in unsere Kommentarspalten reinsenfen. Das finde ich ja auch wieder ganz richtig nett, wa? Kick ich mir mal an, was die deutsche Mitte zur Reaktorsicherheit sagt. Aber ich weiß ja vorher schon, über Chemtrails kann da nichts drinstehen. Ansonsten wird da ja vielleicht mal zwei Töne davon reden, wa? Okay. Außerdem behaupte ich ja mal, sein Job ist, uns genau davon auch abzulenken. Und mit stundenlangem Geschwaller und monatelangem Aufbau von irgendwelchen Parteien und jahrelangem Anstreben irgendwelcher Wahlen, denn die Zeit verstreichen lässt. Das ist Sinn und Ziel der Übung. Viel Gelaber um überhaupt nichts, während wir Aluminiumpartikel atmen. Das ist meine Rede. In diesem Sinne erstmal wieder auf Wiederhören.